Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IndieWatch. Mein Name hat sich geändert, ist immer noch Peter Bartke. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, es war gerade ein großer Steam-Sale. Da habt ihr bestimmt jede Menge Spiele für winzig kleine Euro-Beiträge gekauft. Und ihr seid wahrscheinlich die nächsten Wochen, Monate mit versorgt, erstmal mit Spielen. Deswegen habt ihr wahrscheinlich nicht so viel Zeit, um jetzt noch so ein Indie-Geheimtipp zu spielen. Macht aber nichts, weil im Juli ist eh nichts groß rausgekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, konzentriere ich mich mal in dieser Folge mehr auf das, was noch kommt. Und da gibt es einige schöne Sachen. Zuerst einmal möchte ich bei einem Zuschauerwunsch nachkommen, denn ich hatte ein paar Anfragen, dass ich halt nicht immer die gleichen Spielkonzepte vorstellen soll, immer nur Jump'n'Run und was nicht alles. Deswegen habe ich mir gedacht, gibt es heute mal die Top 3 der verrückten und irgendwie anders seltsamen Spielideen. Und den Anfang macht Beat Buddy, das ist ein, ich habe es mal Swim and Dive genannt, denn es ist kein Jump'n'Run, weil es nämlich unter Wasser spielt und nicht an der Oberfläche. Darin spielt man den Beat Buddy, das ist so eine drollige kleine Figur, die immer im Takt der Musik hin und her wippt. Und der Spieler macht es dem gleich, denn Beat Buddy dreht sich vor allem eben um die Musik. Jeder Level hat einen eigenen Song und der bestimmt, wie man sich durch den Level bewegt, wie die Figuren animiert sind, wie sie sich bewegen. Und das gibt dem einen ganz tollen Charme, auch weil es so eine süße 2D-Grafik hat. Und die Kreaturen, also die Unterwasserkreaturen im Spiel, übernehmen halt die Form von Instrumenten. Also da ist dann zum Beispiel die Krabbe, die als Keyboard solche Keyboard-Töne von sich gibt. Oder die Seeamöbe, die dann als Trommel dient. Vom Gameplay her erinnert das alles so ein bisschen an Rayman Origins und ist alles ganz fluffig. Ich habe bisher eine Preview-Version gespielt mit 2 Levels. Und ich freue mich auf die fertige Version, die schon am 6. August kommt, denn eben der Soundtrack und die Musik ist wirklich klasse. Hört es euch mal an. Ja, das war schon ganz nett. Jetzt kommt aber ein Spiel für wirklich verrückte Hühner, denn da spielt man einen Huhn. In Humans Must Answer ist man ein Weltraumhuhn, das in einem Raumschiff herumfliegt und die Raumschiffe von Menschen umlegt. Was das Gameplay angeht, ist es einfach ein Shoot'em'up, das heißt, man schießt auf alles, was sich irgendwie bewegt. Man kann dabei so 2 Geschütztürme ausbrüten, stilecht. Nebenbei kriegt man dann Punkte natürlich für abgeschossene Gegner. Und auch Eier, mit denen kann man dann neue Fähigkeiten kaufen und sein Raumschiff ein bisschen upgraden. Also der Gameplay-Kern ist eigentlich recht normal, solide und halt das Drumherum mit den Hühnern ist halt total absurd. Humans Must Answer kostet 10 Euro, das ist ein fairer Preis für das, was geboten wird. Ein Spiel für verrückte Hühner. Ah ja, damit habe ich gerechnet, denn den brauche ich in Visual Cleanup Detail. Das ist mal ein Spiel, das wirklich total absurd ist. Also da geht es darum, dass man eine Raumstation putzt. Ja, das Spiel spielt quasi nach einem Ego-Shooter, nachdem der Held die Aliens besiegt hat, die Erde gerettet und was nicht alles. Und natürlich liegen dann jede Menge Fleischbrocken, Blut und all dieses ganze eklige Zeug darum. Und der Spieler muss jetzt eben seinen Wischmopp nehmen, schreibt sich ein paar Gummihandschuhe über und wischt das halt alles auf ein bisschen. Und mehr ist da eigentlich auch nicht drin, es gibt nur ein Level, es gibt keine Ziele, es gibt nichts dabei, worauf man hinspielen sollte. Es ist eigentlich nur ein Spiel zum Rumalbern, denn man kann so ein bisschen mit dem Blut rumspritzen, die Körperteile verteilen, also ziemlich krank, ja. Zurzeit ist es noch eine Alpha-Version, es soll auch bald auf Steam kommen und ihr könnt es kostenlos spielen, wer drauf steht. Wo wir schon bei Blut und Gedärm sind, davon gibt es in Splatter auch eine Menge. Ist aber halb so schlimm, denn das Spiel spielt man aus der Top-Down-Perspektive, also 2D von oben. Und darin metzelt man jede Menge Zombies um, irgendwelche Riesenfrösche, seltsame Mutanten, feindselige Affen. Das spielt sich alles so ein bisschen so wie Shadowgrounds oder ein Alien-Shooter. Das heißt, man ballert eben auf alles, was sich bewegt. Kriegt dafür einen Highscore, nebenbei sammelt ihr noch Geld, damit könnt ihr dann eure Waffen upgraden, das ist alles ganz motivierend. Das ist aber nicht nur Dauerfeuer, denn das Spiel hat noch einen Twist.
denn ähnlich wie in Alan Wake spielt Licht eine große Rolle. Das heißt, man kann Leuchtfackeln werfen und denen kann man bestimmte Gegner dann blenden oder abwehren, dass sie eben sich vom Acker machen. Und das bringt ein bisschen Taktik ins Spiel. Das ist auch ganz nett optisch umgesetzt. Also das ist der schönste Effekt vom ganzen Spiel, wie das Licht sich eben so bricht und so weiter. Dann gibt es auch noch ein bisschen zerstörbare Umgebung. Also ist alles ganz nett. Die Story, die existiert halt. Es geht um den Weltuntergang und man ist irgend so ein Kerl, der sich da retten will. Also braucht man nichts Großes davon sich erwarten. Hat 13 Level und es gibt es zurzeit nur auf der Entwickler-Homepage zu kaufen für 10 Euro. Allerdings versuchen die es per Steam Greenlight das Ding auch auf Steam zu bringen. Da kann man schon mal reingucken, wenn man halt sowas mag wie Shadowgrounds oder Alien-Shooter. Man sollte halt nicht die Welt erwarten. Ja, ich habe es letzte Ausgabe versprochen, Squalls von Mojang, dem Minecraft-Erfinder, beziehungsweise dem Studio hinter Minecraft. Das ist ein Mix aus Kartenspiel und Rundenstrategie. Es vereint so ein bisschen das Beste von Magic the Gathering und Heroes of Might and Magic. Dabei geht es darum, man hat ein Deck mit mindestens 50 Karten. Kämpfe finden auf Schlachtfeldern statt, die man kennt aus Hexfeld-Strategiespielen wie der Heroes of Might and Magic-Reihe. Man zieht dann jeweils abwechselnd seine Karten und je nachdem, was man zieht, was auch ziemlich vom Zufall abhängig ist, kann man eben andere Einheiten platzieren. Diese Einheiten haben alle einen Cooldown, das heißt, die können nicht sofort angreifen, den Gegner, sondern da muss man erst warten, bis der Zähler auf 0 steht. Und es geht eben darum, einerseits natürlich die Gegnereinheiten zu besiegen, aber auch andererseits 3 von 5 Idolen des Gegners zu zerstören und nur dadurch kann man eben eine Partie gewinnen. In den Kämpfen geht es eben vor allem um die Positionierung der Einheiten, auf die man aber nicht so wirklich den Einfluss hat. Man hat auch nicht die taktischen Möglichkeiten eines Heroes of Might and Magic oder King's Bounty, dass man eben bestimmte Fähigkeiten anwendet und sagt, welche Einheit welche angreift. Ist alles ziemlich zufallsbasiert. Dadurch ist das Spiel auch recht seicht. Squalls hat zwar den Vorteil, dass es auch wirklich eine motivierende Art und Weise eben diese zwei Genres verbindet, also einerseits die Trading Card Games und andererseits die Rundenstrategie, aber es macht halt nichts davon perfekt. Da gibt es Spiele der einzelnen Genres, die besser sind, zum Beispiel Magic the Gathering oder eben Heroes of Might and Magic. Allerdings, wer sich da erstmal reinfindet und Spaß daran hat, an diesem eher seichten Gameplay, der wird da auch eine gute Weile beschäftigt sein, also es motiviert auf jeden Fall. Was man noch erwähnen muss, ist der Item-Shop. Der ist allgemein recht fair gehalten, es gibt viele kosmetische Items und viele Sachen, die man mit den Shards bezahlen kann, also der Spielwährung. Allerdings gibt es auch Booster-Packs, das heißt neue Karten, für die man dann tatsächlich Geld in die Hand nehmen muss. Da muss dann jeder für sich entscheiden, ob er das will. Insgesamt ist das Spiel recht fair gehalten. Das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, Kommentare bitte reichlich auf Facebook, Twitter, per E-Mail auch gerne oder im Forum auf der Webseite pcgames.de. Ich freue mich auch über Spielevorschläge, die ich mal mit denen ich mich beschäftigen soll. Und jetzt schauen wir erstmal, was jetzt noch für tolle Indie-Spiele kommen. Und ich gehe jetzt erstmal raus und hier drin ist nämlich scheiß heiß.